Wir können die Brücke vielleicht am einfachsten mit der Frage, wo fängt man tatsächlich am besten an, mit dem Titel beginnen, nämlich mit dem Titel Kontrakte des Kaufmanns, dem Titel des Stücks von Elfriede Jelinek. Es scheint nämlich, dass gerade dieser Titel bereits ein irrsinnig breites Anspielungsfeld aufmacht. Ich rede so lange weiter, bis Sie sagen, ich soll aufhören. Und Sie müssen mir einfach ins Wort fallen. Ne? Also, wir haben das nicht geübt, also deswegen bitte achten Sie darauf, was hier weiter passieren wird. Also dieser Titel Kontrakte des Kaufmanns eröffnet ein irrsinnig weites Anspielungsfeld, das zunächst mal mit dem Begriff des Kontrakts und dann mit dem Begriff des Kaufmanns gegeben ist. Es gibt eine direkte Anspielung in diesem Titel, wahrscheinlich ist Ihnen das geläufig. Ist der Kontrakt des Zeichners von Peter Greenaway. Und das ist nun ein irrsinnig übler Kontrakt, ein Kontrakt, der so übel ist, dass der Zeichner, der diesen Vertrag eingegangen ist, am Schluss regelrecht geopfert wird. Er wird geschlachtet. Am Ende dieses Films, wie Sie wissen, wird der Vertrag vom Zeichner erfüllt Also und der hier steht Zeichner. das nicht im Okay. Kontrakt. Okay. Im Kontrakt, und das ist ja das Perfide, auch diese Anknüpfung, so würde ich das interpretieren, im Kontrakt des Zeichners steht eine andere Perfidität drinnen, nämlich dass dieser Maler auf dem Gut der Mrs. Herberts so und so viele Zeichnungen anfertigen muss und dafür in dieser Zeit die sexuelle Verfügung über die Mrs. Herberts bekommt. Also es ist ein Kontrakt, dem im bürgerlichen Rechtssinn sozusagen alle notwendigen Bestandteile, der sie über die verfügt. Der Inhalt sozusagen ist ein zutiefst unmoralischer, und das Ende dieses Films ist ja deshalb so raffiniert, weil eben von diesem Mord natürlich nichts im Kontrakt steht. Und genau mit dieser sozusagen das Wirtschaftsverbrechen als eine durchaus übliche Form des Geschäftsgebaren, des bürgerlichen Geschäftsgebaren, als Teil des bürgerlichen Geschäftsgebarens, das eben hin und wieder dann entgleist, und zwei solche Fälle sozusagen sind Thema dann des Stücks Das von ist, glaube ich, eine Greenaway. ganz wichtige Geschichte, weil nämlich in der Ideologie des Bürgertums, auch wenn man so will, in der Ideologie des Kaufmanns und des guten Geschäfts, der Vertrag immer voraussetzt, dass man Gleiches mit Gleichem vergilt, das Gleiche sich mit Gleichem verständigen und am Schluss gewissermaßen wechselseitig gebunden sind. Man muss vielleicht hinzufügen, dass der Begriff des Vertrags, also Kontrakt im wörtlichsten Sinne, eigentlich aus dem, nicht nur eigentlich, sondern wirklich aus dem Lateinischen kommt, von contra. Und contraere heißt eigentlich wirklich im römischen Lateinischen das Festbinden des Schuldners. Das heißt also, derjenige, der etwas schuldig ist, kann kontrahiert werden, kann festgebunden werden, bis die Schulden tatsächlich beglichen werden. Wenn wir jetzt das, was Sie auch gesagt haben, zum ersten Resultat zusammenfassen könnten, dann läge das darin, dass ein zentraler Aspekt dieses Stücks darin besteht, in der Form der Gegenseitigkeit, also des Kontrakts, das Ungleichgewicht, das Nicht-Gegenseitige, also die Asymmetrie in irgendeiner Form hervorzutreiben. Und das erinnert natürlich, und das wäre ein zweiter Aspekt dieses Kontrakts, eine ganze Reihe von literaturhistorisch berühmten Verträgen, die diabolischen Charakter haben, also die sogenannten Teufelspakte. Das ist in Faust von Goethe am Beginn die Wette zwischen Gott und Teufel. Das ist im ersten Akt von Faust 1 der Vertrag zwischen Faust und dem Teufel. Und das ist im zweiten Teil des Faust, im ersten Akt wiederum, und das ist ein direkter Bezug zu diesem Stück von Jelinek, der Versuch von Mephisto, den König, dazu überreden, Papiergeld oder Banknoten zu produzieren. Ja, was auf der einen Seite ein riesiges Glück ist, der Bankrott dieses Staats ist abgewendet, auf der anderen Seite im Verlauf dieses Stücks zum Desaster führt, weil nämlich tatsächlich das sofort zu einer Inflation auch in Goethes Faust geführt hat. Und man könnte natürlich weitergehen und sich überlegen, dass Jelinek genau mit diesem Stück in einer Tradition steht von Literatur, die eben genau gegen dieses Bild des Teufelspakts auch anschreibt. Also das sind konkrete Akteure, das sind konkrete systemische Zusammenhänge, die dahinter stehen. Also es ist ein Versuch auch, diese Mystifizierung, die dann auch sehr leicht umschlagen kann in eine, also in ein, hier geht es nicht mehr weiter zu erklären, das ist einfach so, also die dagegen anschreibt. Und mir will es scheinen, dass es kein Zufall ist, was, soweit ich weiß, Elfriede Jelinek schon länger nicht mehr getan hat, sich in einem Interview
just zu den Kontrakten auf Brecht zu berufen. Und sie hat keinen Titel genannt, aber das, den Text von Brecht, mit dem man die Kontrakte des Kaufmanns wirklich parallel lesen kann, das ist der Dreigroschen-Roman, also nicht die Dreigroschen-Oper, mit der der Roman ja nur eigentlich einige Figuren und einige Milieuelemente gemeinsam hat, aber keineswegs etwas gemeinsam hat, was das zentrale Thema ist, also die Verrechnung zwischen verbrecherischen Verhaltensweisen, und zwar im wörtlichen Sinn, also eben diese Partie um Mekis, also Sie erinnern sich an die Anna von der Dreigroschen-Oper, diese Figur des Mekis kommt ja auch im Dreigroschen-Roman vor, der ist ein kleiner Gauner und versucht, und dann wird er ein immer größerer Gauner, und dann versucht er Fuß zu fassen sozusagen in der bürgerlichen Geschäftswelt. Und sein erstes großes Erstaunen ist, also dass es in der bürgerlichen Geschäftswelt eigentlich noch schlimmer zugeht. Also das Erste, was er erlebt, ist, dass ihm seine Geschäftsidee geklaut wird, und zwar von den seriösen Herren der angesehensten Bank von London, zu denen er kommt, um seine Geschäftsidee zu unterbreiten, um einen Kredit zu bekommen. Was tun diese seriösen Herren der Bank? Sie klauen ihm die Geschäftsidee, verraten sie seinem Konkurrenten, verleihen sozusagen seine Einlagen an diese Konkurrenz, damit er niederkonkurrenziert wird. Also zuerst Raub und dann Mord, und er sagt dann, auf der Landstraße ist es meistens umgedreht, zuerst ist der Mord und dann wird er ausgeraubt, und genau dieses Zitat kommt wörtlich zum Beispiel auch in den Kontrakten vor. Also es ist natürlich auch ein naheliegendes Zitat. Klar, das führte ja auch tatsächlich zu dem Karlauer, für den Brecht auch letztlich zuständig ist. Ein größeres Verbrechen als die Gründung, ein Bankraub ist die Gründung einer Bank. Und das steckt natürlich dahinter. Ich meine, eine Sache ist, glaube ich, nicht uninteressant dabei, und diesen Verdacht will natürlich Jelinek mit ihren Wortkaskaden durchaus nähern, nämlich, dass das bürgerliche Geschäft, das Bankgeschäft, das Finanzgeschäft, das immer davon lebt, dass man glaubt, es gäbe einen fairen Wettbewerb, es gäbe faire Mitspieler, es sei da Vernunft drin oder sowas, dass all diese Dinge nicht stimmen. Das Geschäft ist unvernünftig, der Wettbewerb ist nicht fair, und Vorteile werden auf brutale Weise gewissermaßen genutzt. Vielleicht muss man dazu sagen, und das spielt für den Hintergrund, auch für den, wenn man so will, kulturellen Hintergrund eine große Rolle, dass das, was wir heute Märkte nennen, und die Finanzmärkte sind der Inbegriff dieser Märkte, lange Zeit aus den abendländischen Städten regelrecht verbannt war. Das heißt, die griechische Polis hat es nicht zugelassen, dass die Märkte, diese sogenannten Märkte für Fernhandel, in die Stadt durften. Die müssen vor den Toren bleiben. Das war genauso in den mittelalterlichen Städten. Und es gab lange Zeit im indoeuropäischen Sprachgebrauch kein Wort für Handel. Das lateinische Wort wiederum für Handel oder Handeln heißt Negotium. Und Negotium ist nichts anderes als Negotium, das heißt das Fehlen von Muße. Es war nicht anderes als emsig tätig sein, aber nur irgendwie tätig sein. Und deswegen war, glaube ich, auch der Händler, der Fernhändler, der Kaufmann lange Zeit mit Formen des Piraten, der Piraterie, der Freibeuterei oder so verknüpft. Also so ist der Handel tatsächlich am Ende des Mittelalters in die mitteleuropäischen, südeuropäischen Städte gekommen, als etwas, was fremd war, als etwas, was Räuberei war, als etwas, was zumindest ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit deutlich machte. Wir müssten aber vielleicht, um zu dem Stück nochmal zurückkommen, vielleicht noch einen anderen Kontrakt des Kaufmanns wirklich nennen, nämlich den Kontrakt, den Julius Meindl wirklich eingegangen ist. Wissen Sie da etwas besser Bescheid? Sie sind ja aus Österreich. Man muss natürlich, bevor man darauf antwortet, das wissen also gelernte Österreicher mittlerweile ja sehr gut, immer die Formel von der Unschuldsvermutung zur Sprache bringen. Vielleicht haben einige von Ihnen das Stück gesehen von Florian Schäuber, das gerade im Rabenhof gezeigt wird, über die vielen Unschuldigen hinter den Unschuldsvermutungen. Im Prinzip sozusagen ist es uns allen vorexerziert worden, was dahinter steckt oder welche Dimensionen dahinter stecken. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie Julius Meindl dann kurz inhaftiert wurde und innerhalb von nicht ganz zwei Stunden 10 Millionen Euro aus Liechtenstein, 10 Millionen Euro aus Liechtenstein nach Wien transferiert werden als
als sozusagen als Lösegeld, also durchaus auch in dieser räuberischen Tradition des Mittelalters, wo ja Lösegeld in dieser sehr konkreten Form auch üblich war. Übrigens, die Märkte vor den Toren der Stadt zu halten, hat natürlich vor allen Dingen hygienische Gründe gehabt, also hygienische und gesundheitspolitische Gründe. Da müssen wir uns jetzt streiten, aber das machen wir nachher. Ja. Ja, genau. Und natürlich auch raumtechnische Entschieden. Für mich so ein Bild, also es kommt ja bei diesen Krisenerzählungen, jede Krise und von diesen Dimensionen, also wie wir das jetzt zweimal erlebt haben in kurzer Zeit, die New Economy Blase und jetzt 2008, jede Krise dieser Art zieht hinter sich Krisenerzählungen verschiedenster Form. In der Regel sind das die Verrechnung der sozialen Folgekosten und die Skandalfälle, also eigentlich jene Akteure, die geopfert wurden. Es sind nie die ganz Falschen, es sind aber auch nie oder nicht unbedingt oder ich würde eher zu nie tendieren, die ganz Richtigen, die dann stolpern über diese krisenhaften Ereignisse. Also das Bild für mich dieser Meindl-Affäre ist das Faktum, als ein Berichter, ein Gutachter vom Gericht, ein Gutachter bestellt wurde und die an die 100 Anwälte von Julius Meindl diesen Gutachter nach einiger Zeit abgelehnt haben und das auch wirklich durchgesetzt haben. In der Zwischenzeit aber, und dieses Aktenstück liegt dem Gericht sozusagen vor, in der Zwischenzeit aber wurde dem Gutachter ein äußerst lukrativer Beratungsvertrag von Meindl angeboten. Als die Medien von diesem Faktum berichten, mussten sie, also niemand hat gewagt, das Wort Bestechung hinzuschreiben, und irgendwo in dem Artikel stand sicher auch die Unschuldsvermutung. Und das ist für mich, also das ist für mich so ein Bild, in der sich diese Affäre verdichtet, und das wäre für mich auch sozusagen ein zentrales Argument für und hinter dem Stück. Also es braucht sozusagen die Literatur, um dieser Realität, um diesen Mechanismen an den Leib rücken zu können. Also die tagespolitische Beobachtung ist es offenbar nicht, das haben wir bei der Bewältigung der Krise ja gemerkt. Also man muss vielleicht eines dazu sagen, und das betrifft nun auch das Stück von Jelinek, weil ja immer gesagt wurde, es gibt da durchaus etwas Hellseherisches. Das heißt also die Babak-Affäre und die Meindl-Affäre dann schließlich mit Blick, also mit einer gewissen Prognostik auf die Finanzkrise auszuweiten. Ich glaube, man braucht keine prognostischen Fähigkeiten zu haben, denn die Krisen, und daran muss man vielleicht immer wieder mal erinnern, kommen seit 1987 regelmäßig. Also die erste große Krise, die erste große Finanzcrash war 87, der nächste war 92, die sogenannte die Asienkrise, dann gab es das Rentenmarktdebakel 92, dann gab es die Russlandkrise 98 und dann gab es die von Ihnen genannte Dotcom-Blase des neuen Markts 2000 und dann eben 2007 gegenwärtige, also von Immobilienkrisen ausgelöste Finanzkrise. Was also wichtig ist, dass wir hier wirklich von Finanzkrisen und nicht einfach nur von ökonomischen Krisen allgemein sprechen, sondern wirklich von Finanzmärkten und Finanzkrisen. Und die sind neu. Und die sind seit den 80er Jahren in regelmäßigen Abständen gekommen, haben irrsinnig viel Knete vernichtet und werden auch in Zukunft dasselbe wieder bewerkstelligen. Ich glaube, da braucht man auch kein großer Prognostiker sein. Deswegen glaube ich, ist auch wichtig, nochmal auf die Doppelbedeutung des Kontrakts hier zu verweisen. Kontrakte des Kaufmanns sind auf der einen Seite die Kontrakte des Kaufmanns, man kann ihn Meindl nennen, der nun mit Konsumgütern handelt, was der ja auch getan hat, ne, als Feinkostladen und Ladenketteninhaber. Und er hat dann aber genau dieses Geschäft ausgetauscht, nämlich Konsumgüter gegen Finanzgeschäfte, nämlich Investitionsgüter. Und das ist ein völlig anderes Geschäft. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, hier auf dem Plural dieses Stücks zu beharren. Kontrakte des Kaufmanns meint zwei völlig unterschiedliche Geschäfte. Handle ich mit Konsumgütern einerseits oder handle ich, wenn die Meindl-Bank dann schließlich existierte, mit Finanzgütern oder Investitionsgütern. Die funktionieren nach unterschiedlichen Prinzipien, nach unterschiedlichen Mechanismen und sind auch in einer unterschiedlichen Weise krisenanfällig. Ich glaube, das sollten wir festhalten, dass wir hier nicht einfach über irgendeine Krise und irgendein Krisenstück, sondern über das Verhältnis von Literatur, Theater, Finanzkrise sprechen.